Danke, Paul Klimpe. Ja, auch ich freue mich außerordentlich, diese wunderbare Runde hier auf dem Podium begrüßen zu dürfen, in dem es ja um die ganz großen Themen geht, um die Politik, um die Kultur, aber auch um den Zugang und die nicht unwichtige Frage nach der Gesellschaft, in der wir eigentlich leben wollen. Auch Sie sollen später noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Ich würde jetzt allerdings gerne erstmal in der Runde weitermachen. Und auch ich muss mich ein bisschen zurückhalten, denn auf diese Statements möchte man gerne sofort eingehen. Aber natürlich möchte ich auch Monika Grütters erst noch die Gelegenheit haben, dass sie Position beziehen kann. Und anfangen möchte ich mit der Frage, Frau Grütters, die über dieser ganzen Konferenz steht. Nämlich Archive, Bibliotheken, Museen, sie alle werden mit öffentlichen Geldern gefördert und erhalten. Aber warum eigentlich? Welche Aufgabe hat der Staat? Was ist seine Verantwortung, wenn es um den Erhalt und den Zugang vom kulturellen Erbe geht, Frau Grütters? Naja, also ich könnte jetzt ein Grundsatzreferat über nationale Identität halten, von der ich überzeugt bin, dass sie aus dem Kulturerbe eines Landes erwächst und dass unsere deutsche Tradition besonders reich daran ist und wegen der Vielfalt auch, als wir noch in Kleinstaaten zersplittert waren, reicher als jedes andere Land der Welt und dass wir daraus eine Verpflichtung, aber auch eine große Chance gemacht haben, dass uns die Abgründe unserer Geschichte ja geradezu ermutigt haben, besonders die großen Freiheitstraditionen in Kultur und Wissenschaft als Verhinderungsmechanismus für neue totalitäre Anwandlungen dadurch zu schützen, dass wir ihnen ganz große Freiheiten geben, dass der Staat diese Freiheit sichert, indem wir sie finanzieren, dass wir sie zum Experiment ermutigen, die Kreativen und Intelligenten dieser Gesellschaft, und sie gerade unabhängig machen wollen. Das ist eine Überleitung zu unserem Thema heute, von Interessen, von Geschmack, von Publikumserwartungen, dass nur so Avantgarde passiert und dass das eine Gesellschaft zukunftssicher macht. Das alles ist ein kulturpolitischer Kontext, aus dem heraus die Verpflichtung des Staates erwächst, aus meiner Sicht einerseits das kulturelle Erbe zu bewahren, aber andererseits eben auch zeitgenössisches, avantgardistisches möglich zu machen. Und wenn wir zu der heutigen Konferenz kommen, dann soll es wohl weniger um Vermummungsverbote oder leere Plenarsäle gehen. Herr von Notz, wir beide könnten auch wieder gehen, dann wären zwei Plätze mehr besetzt und Herr Naumann musste nicht sich darüber beklagen, dass einige von uns nicht da, sondern hier sind, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir fragen, was bedeutet diese digitale Revolution eben für die Kultur? Und es ist ja evident, es zieht sich durch alle Statements hindurch und war auch heute Morgen ja klar, dass wir über Fluch und Segen reden oder vielleicht über Segen und Fluch, um eine Priorität mit in die Formulierung zu bringen. Der Segen durch die bessere Sicherung unseres Erbes, was eben vor Brand, vor Zusammenstürzen, vor Wasserschäden geschützt oder zumindest so weit der Zukunft dann auch weiter verfügbar gemacht werden kann, dass es eben nicht durch eine körperliche Zerstörung gänzlich verloren geht. Dann natürlich der zweite große Vorteil durch die Sicherung oder durch den besseren Zugang, um Barrieren abzubauen. Die Frage bleibt dann aber offen, bekommen wir dadurch tatsächlich bildungsfernere Schichten anders, neu, zusätzlich oder mehr an das, was wir vermitteln wollen, als wenn wir sie tatsächlich in die Museen oder ins Theater brächten. Aber das finde ich, das ist eine der großen Chancen. Da müssen wir darüber reden, wie gestalten wir das und nutzen wir diese zusätzliche Variante oder diese Chance. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite der Fluch, das, was uns hier zum Handeln zwingt oder mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, die Enteignung oder potenzielle Enteignung von Urhebern, die Frage nach den Rechten, nach der Variante, wie Urheber leben können von ihren geistigen Erzeugnissen, wenn wir sie in relativ kurzer Zeit allgemein verfügbar machen und nicht mehr gegen eine andere Leistung eintauschen, dann der Missbrauch natürlich durch andere Akteure im Spiel. Die Verwertungsgesellschaften, finde ich, leisten eine große Rolle, aber die Abgrenzung voneinander ist und bleibt eine große Herausforderung zwischen dem Urheber, den Verwertern und dem Nutzer. Und dann natürlich das große Thema Kommerzialisierung und Datenmissbrauch.
Herr von Notz, Sie sagen immer, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Deshalb haben auch alle so ein großes Interesse dran, auch die, deren Interessen sich mit meinen nicht mehr decken. Also das ist das Spannungsfeld, in dem wir versuchen, das zu klären. Und ich habe aus den Koalitionsverhandlungen mitgenommen, nur ein ganz plakativer Eindruck im Bereich Kultur, Medien, Urheberrecht. Wir haben ja eine große Gruppe gehabt, waren die klassischen Kulturvertreter eine Minderheit, die größere Gruppe und den breiteren Raum eingenommen haben, die Fragen von nach dem Urheberrecht und nach der Digitalisierung. Das Thema ist nicht mehr ein Mittel zum Zweck, eine Kommunikationsvariante, eine Organisationskultur, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, sondern es hat sich verselbstständigt. Und die eigentlichen Zwecke werden diesem Phänomen untergeordnet, was ich persönlich für eine Gefahr halte. Und glaube, wir müssen uns auf das besinnen, worum es eigentlich geht, um die Werte, die es zu wahren gilt, die nicht nur philosophischer Natur sind. Aber das ist von der Methode zum Lebensstil eine große Herausforderung. Und da müssen wir auch immer mal wieder die Ebenen, die Metaebene und die Reflexionsebene ein bisschen voneinander unterscheiden. Frau Grütters, damit sind Sie schon bei den Statements, die wir eben gehört haben. Michael Naumann hat sich ja sehr eindrücklich von der allgemeinen Euphorie um die Digitalisierung distanziert. Im Koalitionsvertrag, Sie hatten es auch erwähnt, steht jetzt eindeutig ein Auftrag für den Bund drin, Digitalisierung, Open Access voranzutreiben. Sie haben gefragt, wer hat dieses Papier eigentlich mitgeschrieben, Herr Naumann. Jetzt haben wir die große Freude, Monika Grütters sitzt auf dem Podium und sie hat maßgeblich mitgeschrieben. Sie ist Kulturwissenschaftlerin. Frau Grütters hat, glaube ich, aber eben weil sie bei einer namentlichen Abstimmung war, den Anfang ihres Vortrags verpasst. Herr Naumann, Sie kennen den schönen Spruch, ein kluger Gedanke passt in einen Satz. Vielleicht können Sie kurz noch mal zusammenfassen, was Ihre Kritik am Koalitionsvertrag ist. Es handelt sich um ungefähr, glaube ich, 24 Seiten, stimmt's? So in dieser Länge. Also der entscheidende Teil dieses Artikels 4.3 führt über zu Medien. Das ist ein wesentlich längerer Teil in dem Koalitionsvertrag. Meine entscheidende Frage ist die, was bedeuten alle diese großvolumigen Worte? Was bedeutet, wir wollen Kompetenzzentren und Initialisierungszentren schaffen? Das sind alles, man muss wirklich sagen, in Amerika sagt man Buzzwords, das Konkrete fehlt mir. Und das ist also einer meiner zentralen Vorwürfe oder Fragen. Dann geben wir die Frage gleich an Frau Grütters weiter. Können Sie das konkretisieren? Geben Sie bitte auch das Mikrofon weiter mit der Frage. Wir haben leider nur drei. Ich weiß ja jetzt nicht, aus welcher Stelle er zitiert. Ich weiß nur, dass ein ganz großer Punkt natürlich dann auch von der Kultur auf das Bildungsthema übergeht. Und wir sagen, wir müssen natürlich die Medienkompetenz von der Grundschule an anders und neu vermitteln und stärken, weil der sehr naive Umgang, das war ja eben auch in seinem Statement hier ganz deutlich, in einen reflektierten übergehen muss. Und ich glaube, dass viele Menschen, auch Erwachsene, nicht ganz genau wissen, was sie tun, wenn sie rumtwittern, wenn sie bei Google Earth sind. Die erwarten dann, dass sie hinterlassen ohne Ende Spuren im Netz oder in der digitalen Welt und erwarten, dass der Staat die hinterher wieder auswischt. Ich glaube, dass, und das geht so natürlich nicht, deshalb glauben, ist eine Forderung natürlich hier Kompetenzzentren von der Schule angefangen. Jetzt will ich nicht Föderalismus und dafür sind wir nicht zuständig und deshalb steht das verschwommener da drin als konkret, muss erhöht werden. Aber was wir reingeschrieben haben, Deutschland soll ein digitales Kulturland werden. Wir geben im Moment 30 Millionen Euro für den Betrieb und die Sicherung und Scannen und Digitalisierung und so weiter. Wer mal in der Humboldt-Universität oder an der Stiftung Preußischer Kultur sitzt, auf der Museumsinsel diese Digitalisierungszentren besucht hat, der sieht, was wir damit meinen. Jede einzelne Seite, jedes Folianten, jedes
Objektes, jedes Bildes wird in solch mit Handschuhen eingepackt, für einen Transport fertig gemacht, in dieses Zentrum gebracht, dort in eine Maschine gelegt, vorsichtig gescannt, wieder rausgenommen, den Weg wieder zurück. Da können Sie sich vorstellen, für wie viele Jahrhunderte, für wie viel Geld, für wie viele Menschen, für wie viele Maschinen das ein Riesenauftrag ist. Und Deutschland gibt wesentlich weniger aus als Frankreich. Beide Länder zusammen geben aber mehr aus als alle anderen. Trotzdem reicht dieser Aufwand nicht. Und deshalb ist es natürlich eine Frage an den Bund, mehr Geld, mehr Personal zur Verfügung zu stellen. Und noch mehr Geld und noch mehr Personal. Aber wir müssen natürlich auch das Berufsprofil von Kulturexperten ändern. Also das wird eine neue Kernaufgabe in Museen sein. Neben dem Sammeln, dem Erforschen, dem Sichern, dem Vermitteln, dem Ausstellungsmachen gehört jetzt die Digitalisierung zu einer der drei oder vier großen Schwerpunktaufgaben künftig bei jeder Ausbildung mit dazu. Das zum Beispiel mit Kompetenzzentrum gemeint. Es muss natürlich das Wissen und die Technik müssen vorangebracht und vermittelt werden. Es nützt ja nichts, wenn 20 Leute das beherrschen. Es wird ein riesiges, großes, breites Berufsbild, was in die Ausbildungsstrukturen fast aller Kultureinrichtungen, auch Archive, auch Bibliotheken, nicht nur Museen, künftig mit ins Anforderungsprofil gehört. Und da muss man, das ist eine Riesenaufgabe, nicht? Stimmen Sie dem zu, Herr Naumann? Ich will es mal krass so sagen. Die Digitalisierung des kulturellen Erbes, also in anderen Worten der Bibliotheken und der Museen, ist nichts anderes als die Anfertigung einer gewaltigen, contenthaltigen, kann man das so sagen, Karteikarten, eines riesigen Katalogs. Was in dieser Debatte prinzipiell verloren geht, in der Debatte, nicht im Sachverhalt selber, ist ja in Ordnung, ist das Erlebnis des einzelnen Bürgers, ob das Monika Grütters oder Michael Naumann ist, vor einem Bild. Jedes originale Bild hat eine Aura, eine gute oder eine schlechte. Sie können das an sich selbst überprüfen. Nehmen Sie ein Buch in die Hand, vielleicht nicht unbedingt Marcel Proust, das sind gleich mehrere Bände, aber fangen wir doch einfach mal an mit Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, das sind 2600 Bände. Das liegt auf Ihrem Schoß. Sie fangen an zu lesen. Das können Sie Ihr Leben lang lesen. Das werden Sie niemals, niemals am Computer tun. Da rede ich von mir selber. Ich muss Ihnen gestehen, auch diesen kleinen Vortrag habe ich mit Hilfe von Wikipedia und anderem zusammengestellt, die Zitate. Aber die Wahrheit ist, wenn ich mich zu Hause hinsetze und ein Buch lese, und zwar dann 1 bis 2 bis 3 Stunden lang, und als moderner, nervöser Mensch womöglich dann auch noch Musik dazu höre, was eigentlich furchtbar ist für die Musik, dann ist das ein völlig anderes Erlebnis, eine andere kulturelle Erfahrung und die ist nicht elitär, die kann jedem einzelnen Schüler auch beigebracht werden, ein Buch mal aufzuschlagen und etwas länger bei diesem Buch zu verbleiben. Es fördert auf alle Fälle auch, das ist ja neuerdings die Mode, das immer dann auch noch naturwissenschaftlich zu untermauern, die Entwicklung ihres neurologischen Computers da oben im Kopf. Das Gehirn verändert sich. Ob es sich wirklich bei der Lektüre von irgendwelchen Texten auf dem Bildschirm verändert, ist sicherlich noch nicht erforscht, aber Tatsache ist, die Buchlektüre, die Konzentration als junger Mensch auf Bücher verändert einen Menschen. Die Hoffnung, dass das kulturelle Erbe digitalisiert wird und dass das dann zum Standard der Vermittlung eben jenes Erbes wird, diese Hoffnung, ich hoffe nicht, dass das der Hintergrund des Vertrages ist, teile ich nicht. Aber dazu muss ich eins sagen, das ist natürlich selbstverständlich nicht der Hintergrund. Es gibt, glaube ich, keinen Kulturpolitiker ernster Statur, der jetzt sagen würde, hört auf zu lesen, geht ins Netz, sondern ganz im Gegenteil, als wir die Digital Concert Hall im Kuratorium oder im Stiftungsrat der Berliner Philharmoniker als Pilotprojekt, als erste weltweit gestartet haben, übrigens mit privaten Sponsorengeldern, war auch die Angst, ja, dann gehen die Berliner ja gar nicht mehr in den Konzertsaal.
Es war natürlich genau umgekehrt. Also erstens wird das weltweit zugänglich gemacht, denen, die gar keine Chance haben, in den Konzertsaal zu gehen. Und zweitens stimuliert es sogar eher den klassischen und konventionellen Umgang mit dieser Kultur, weil sie Leuten als Appetitmacher gegeben wird, die vielleicht noch gar nicht im Konzertsaal waren. Also da bin ich nicht so kulturpessimistisch. Und was tatsächlich, ich bin aber bei meinem Freund Michael Naumann, ich gehöre auch zu denen, die Bücher riechen müssen und anschreiben müssen und lese deshalb nicht über ein Kindle. Aber ich glaube, dass die Kultur und die Kunst wirklich Milieus sind, die mehr als fast alles andere vielleicht noch Lebensmittel und Essen als Kultur Verhaltensweise auf sinnliche Erfahrbarkeit angewiesen sind. Und das, was Google Art Project beispielsweise macht mit den Museen, lockt die Leute eher rein, als dass sie damit schon den Bedarf stillt. Also, Herr Richter, schließt die Forderung nach Digitalisierung aus, dass wir weiterhin in Konzertsäle gehen? Nein. Drei Punkte vielleicht dazu. Zum einen sagt ja niemand, dass der Schrei abgehängt und ins Archiv gelegt werden soll, sobald er einmal digitalisiert ist. Natürlich ist der direkte Umgang mit einem Original durchaus etwas anderes als ein Abbild, aber natürlich ist ein Abbild zu haben immer noch besser als kein Abbild, als überhaupt kein Bild zu haben. Insofern halte ich das für einen tatsächlich fast elitären Anspruch, dass nur die Betrachtung in einem Museum die richtige Betrachtung sei und alle andere irgendwie eine falsche Betrachtung. Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass ich das nicht ganz einfach zu lesende Werk von Jean-Paul sicherlich mir nicht als ein Foliant gekauft hätte, es aber sehr genieße, es als ein nebenbei freies E-Book über meinen Kindle lesen zu können und immer wieder mal Aphorismen von Jean-Paul zu lesen. Also, dass man den Klassiker nicht im Kindle lesen könnte, naja. Der dritte Punkt allerdings geht eher in die Biografie von Herrn Naumann. Würde ich mich sehr täuschen, dass ich die gleiche Debatte bei der Einführung des oder bei der Erfindung des Taschenbuchs auch haben könnte? Kann man denn wirklich Goethe in so einem labberigen Einband lesen und genießen? Bedarf es nicht für den Genuss des großen Klassikers, der schweren Foliant, den ich in meinem Arm habe? Kann man Goethe ohne Schweinsleder lesen? Ich glaube, jede Zeit hat ihr Medium. Und das heißt ja nicht, dass das andere Medium verschwindet, aber eine zusätzliche demokratisierte Zugang zu Bildung und Wissen. Ich sehe da nichts Schlimmes. An dieser Stelle geht es mir auch so, dass ich das Gefühl habe, diese Diskussion schon gehört zu haben. Deswegen, Herr Yogeshwar, müssen wir nicht erst bestimmen, was wir eigentlich wollen, um dann zu gucken, wie wir da hinkommen? Ich beantworte Ihnen die Frage gleich, aber ich möchte vielleicht einfach mal auf einen Grundfehler gehen, den wir gerade im Moment erleben. Wir reden davon, dass die Digitalisierung nichts anderes ist als der 1-zu-1-Transfer. Es ist völlig trivial, dass jedes Kunstwerk, vor dem man steht, was anderes ist als die höchstauflösendste Digitalisierung. Aber darum geht es mir nicht. Nehmen wir das Buch. Ich bin zum einen erstens mal eher ein Freund des Lesens und weniger ein Freund der Bücher. Lesen ist toll. Der zweite Punkt ist, wenn wir das neue Buch betrachten, merken wir sehr schnell, dass sich echt Kultur ändert. Ich mache es deutlich. Wir leben im Moment in Zeiten der E-Books, in der Anfangsphase, wo das Buch den Leser verrät. Das hat es vorher nie gegeben. Ich konnte à la recherche du temps perdu lesen in Papier und niemand wusste davon. Wenn ich mein Kindle lese, weiß mindestens Amazon davon und vielleicht noch andere. Der nächste Schritt ist aber, dass dieses Buch nicht statisch ist. Ich habe Anfang des Jahres in Stockholm ein interessantes Unternehmen gehabt, die Eye-Tracking machen. Das heißt, die iPads heute haben eine kleine Kamera und Sie können anhand der Kamera die Augenbewegung des Lesers verfolgen. Das mag auf den ersten Blick sehr praktisch sein, weil wenn ich unten angekommen bin, muss ich nicht blättern. Das ist aber nur das erste Kapitel. Das zweite Kapitel ist, und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen nachdenken, dass ich sehr schnell anfangen werde, genau zu registrieren, was der Leser liest und wo er absetzt. Wir erleben im Moment die letzte Generation von Schülern, die Effi Briest in der Schule lesen und dem Lehrer immer noch sagen oder behaupten können, sie hätten das Buch gelesen.
Die nächste Generation wird diese Ausrede nicht mehr haben. Aber was passiert jetzt mit der Kultur vor dem Hintergrund des Krämerdenkens? Ich lese also ein Buch und diese wunderbare Technologie des Eye-Trackings geht weit über das einfache Scannen der Seiten hinaus, bei der wir natürlich die Verweildauer sehen. Nebenbei, Klammer auf, die Internetwerbung in 3 Jahren wird sich schon ändern, weil dann wird nur noch Werbung bezahlt, die auch vom User gesehen wird. Klammer zu. Aber wir gehen weiter. Die Auswertung ist im Moment an dem Stand, wo man die Pupillendilatation ebenfalls registrieren kann. Das bedeutet, ich erfahre, dass einer einen Text liest und ich sehe sogar, welche Art von Emotion er an der Stelle hat. Und jetzt denken wir mal weiter, weil wir sind Krämer. Wir gucken auf Bestsellerlisten. Was wird mit der Kultur des Buchschreibens passieren? Man wird möglicherweise anfangen, Bücher zu optimieren, weil man einfach merkt, bei dem Kapitel laufen die Leute raus. Also kann ich vielleicht das Kapitel optimieren. Vielleicht erfahren wir sogar neue Romane. Weil was hindert uns daran, dass Sie einen Roman lesen und in dem Roman tauchen plötzlich Ihre Freunde auf und ein Teil des Romans spielt in Ihrer Straße? Es ist klar, Amazon kennt Sie, den Käufer. Und man kann das Buch natürlich wunderbar über das Data Mining an Sie adaptieren. Vielleicht gibt es neue Kunstformen. Das Buch fängt an auf Seite, es gibt ja keine Seiten mehr im konventionellen Sinne, 220. Sie lesen eine Passage und Ihr Telefon klingelt. Ihr Buch hat Sie gerade angerufen. Das ist die Welt, wo wir hingehen. Es geht nicht um den 1-zu-1-Transfer. Mir geht es darum, dass wir wirklich mal, wenn wir über Digitalisierung reden, über fundamentale Veränderungen reden, die etwas mit der Kultur und mit uns machen. Und ich glaube, mein Credo, ich habe es zumindest versucht zu unterstreichen, ist, dass wir in Deutschland Meister sind von Verfahrenstechniken und absolute Loser, wenn es um klare Strategien geht. Die Regierungen der vergangenen Jahre hatten keine klare Strategie, was überhaupt Digitalisierung bedeutet, was Information Structure bedeutet. Wir stehen heute da wie so kleine Schuljungs, wenn wir die NSA-Skandale sehen, und Deutschland und Europa ist völlig hilflos, weil wir keine Strategie haben. Und Strategie heißt nicht Details von kleinen Verfahren, sondern wirklich mal eine große Linie zu sehen. Und was ich einfach feststelle ist, zumindest a puncto Kultur, müssen wir, das ist mein Petitum, erkennen, dass Kultur etwas hat, was nicht nur mit Kommerz zu tun hat. Und dass wir nicht, auch in einem Koalitionsvertrag, etwas über digitale Kultur schreiben und dabei die Vokabeln des kommerziellen Denkens anwenden. Kultur ist nicht Kommerz. Und ich finde, man muss das so laut schreien, bis jeder begriffen hat, wie ich gesagt habe, dass Bücher keine Schuhcreme sind. Monika Kutters. Ich hab mal eine Rückfrage. Also wir reden erstmal über unser kulturelles Erbe und wie viel wir hier machen müssen, damit Sie das alles schön scannen können. Jetzt ist mal und dann reden wir über eine Strategie in der digitalen Welt. Die hat ja nicht nur was mit Kultur, sondern mit unserem allumfassenden Leben zu tun, weil nicht nur das Buch ruft uns an, sondern auch der Kühlschrank, dass da was drin liegt oder nicht drin liegt. Aber ich möchte dann mal von Ihnen wissen, ist denn das aus Ihrer Sicht, was wir heute tun, nämlich mit ungeheurem Aufwand, finanziell, personell, aber auch ehrlich gesagt Überzeugungsaufwand, unser kulturelles Erbe erstmal digital zu sichern, Blödsinn aus Ihrer Meinung? Und das Zweite ist, weil dann wäre ich dankbar, ich bin nicht so ein Experte wie Sie, wenn Sie mir hier eine Strategie mal aufzeigen könnten, was Sie an unserer Stelle denn zum Beispiel mit diesem kleinen Teilaspekt Erbe und dann Zukunft machen würden. Die Frage, die wir uns ganz banal immer stellen, ist, wie lange hält eigentlich diese Form technisch? Ist in 10 Jahren, wenn wir so, sagen wir mal, ein Viertel gesichert haben, gescannt haben, jeder der Meinung, sowas Blödes, was macht ihr denn mit diesen Speichern? Die kann ja in 5 Jahren keiner mehr lesen. Also das ist zum Beispiel deshalb die Frage nach der Strategie. Da sind Sie fitter als wir. Was ist Ihre Antwort? Sie haben 2 Fragen gestellt. Die erste, natürlich sinnvoll, Bestände zu digitalisieren. Man sollte sich vielleicht
im Bewusstsein mal klar machen, wo man steht im Vergleich zu Giganten wie Google und Co. Okay? Wir haben in den letzten Jahren akzeptiert, dass Google und Co. wunderbar scannen dürfen, mit dem klaren Ziel, das machen die nicht aus altruistischen Gründen, sondern um das zu verwerten, und das haben wir akzeptiert. Finde ich falsch. Was eine digitale Strategie betrifft, wenn Sie mir nachsehen, dass ich nicht jetzt auf einem roten Sofa innerhalb von 1,30 eine digitale Strategie formuliere. Aber ich glaube, die dahinterliegende Frage ist, dass wir in einer heutigen Welt nicht fragen, was sind Verfahren für eine Technologie, sondern dass wir bei einer Strategie setzen, was ist das Menschenbild, was wir tatsächlich langfristig haben wollen? Was ist das Kulturbild, was wir haben wollen? Wie viel Privatsphäre wollen wir da? Wie viel Offenheit? Wie viel scheinbare Transparenz? Wie viel ökonomisches Absaugen von Profildaten? Das ist die Frage, nämlich, wo setzen wir? Und ich glaube, wir befinden uns, wie auch in der Vergangenheit, in solchen Scharnierphasen. Es gab die historisch gesehen zwischen dem Mittelalter und der Aufklärung oder der Moderne, wo immer wieder Innovationen dazu geführt haben, dass das Menschenbild an sich sich verändert hat. Und im Moment stehen wir vor etwas Ähnlichem. Und da gibt es viele Fragen. Herr Naumann hat das ein bisschen angedeutet, die Frage des digitalen Alter Ego. Ja? Leben wir in einer Zeit, in der meine Kinder irgendwann nicht mehr in der Realität, sondern tatsächlich sehr viel stärker geprägt werden von diesem digitalen Alter Ego, der dann bestimmt, ob er einen Job bekommt oder in ein Unternehmen geht. Da müssen wir setzen. Und das ist eine klare Fragestellung, die nicht mit ökonomischen, sondern mit ganz anderen Kategorien zu tun hat. Darf ich auch kurz auf die Frage eingehen? Ich glaube, digitalisieren, das ist Infrastruktur. Das ist toll, dass es passiert, sollte passieren. Das ist vielleicht vergleichbar mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Das ist dann erstmal entschlüsselt. Was aber die eigentlich viel wichtigere Frage ist, was passiert denn damit? Wie verändert es? Im Positiven wie im Negativen? Was für Chancen und Möglichkeiten bietet es? Und wie immer für etwas, was wir noch nicht haben, ist es sehr schwer, den positiven Aspekt zu betrachten, weil wir ja nicht wissen, was Tolles daraus werden kann. Wir neigen aber natürlich alle immer dazu, aus bekannten, vergangenen Erfahrungen das Negative abzuleiten. Und ich möchte da auf zwei Punkte eingehen, die auch in den Statements schon hochkamen und Sie hatten es auch gerade angesprochen, Frau Grütters. Das eine ist diese Fokussierung auf das Urheberrecht, das so wahnsinnig gefährdet sei. 99,99% des kulturellen Erbes unterliegt keinerlei Urheberrecht. Und deswegen ist die Debatte des Urheberrechts und auch die nachfolgenden Debatten, wie sich Kreativität und heutiges kreatives Schaffen finanziert und refinanziert, wie Menschen davon leben können, eine sehr wichtige und eine zentrale. Sie hat nur mit der Digitalisierung nichts zu tun. Oder zumindest nur sehr, sehr wenig. Denn das Allermeiste unterliegt schlicht keinem Urheberrecht. Und das Zweite ist der Aspekt der Anonymisierung, Sie hatten es gesagt, der Individualisierung. Ich sehe das tatsächlich mit großer Sorge. Ich mache mir da weniger Sorge von der NSA. Ich vermute, das ist eine ebenso lahme Behörde wie die meisten großen Behörden eine lahme Behörde ist. Deswegen fürchte ich oder vermute ich mal, dass sie mit dem, was sie haben, gar nicht viel machen können. Viel mehr Sorgen mache ich mir vor denen, die ein kommerzielles Interesse daran haben, die einen ganz anderen Drive haben, was die Auswertung von solchen Informationen, personalisierten Informationen angeht. Was übrigens nebenbei ein großartiges Plädoyer für anonymes Bewegen im Internet ist. Wenn ich verhindern möchte, dass Amazon und Facebook Bewegungsprofile anlegen, dann muss ich Menschen ermöglichen, anonym oder mindestens mal pseudonym im Internet unterwegs zu sein. Ja, das mag erstmal auch bedrohlich sein, weil darum kann man auch wiederum Schlechtes machen, aber auch hier sage ich, das halte ich erstmal für eine gute infrastrukturelle Maßnahme, zum Beispiel das anonyme Bewegen innerhalb des im Internet zu ermöglichen. Entschuldigung, dass ich so unhöflich bin, aber ich möchte einen sehr konkreten Punkt aufgreifen, wo Sie jetzt handeln könnten und was Sie nicht tun. Wenn wir über E-Books nachdenken, dann wissen wir alle, Amazon ist nicht in Deutschland, sondern wenn Sie ein E-Book bei Amazon kaufen, ist das bedauerlicherweise eine Société Anonyme de Responsabilité Limitée und die sitzt in Luxemburg, meiner anderen Heimat. Und das Interessante ist, dass, wenn Sie hier in Deutschland kaufen, dann ist das in Luxemburg der Fall und die sitzen in Luxemburg aus einem ganz einfachen Grund, weil meine liebenswerten Kompatrioten in Luxemburg die Mehrwertsteuer für Bücher als Geschenk vor 2 Jahren rapide nach unten gesetzt haben. So,
Und jetzt erwarte ich in einem Land, bei dem kluge Menschen gesagt haben, wir brauchen eine Buchpreisbindung, weil Bücher etwas Besonderes sind, erwarte ich, dass die deutsche Regierung klagt. Schlichtweg sagt so, hier ist über Nacht eine Unterlaufung der Buchpreisbindung passiert, Punkt 1, Punkt 2, hier wird Kommerz mit Kultur gemacht und ganz am deutschen Staat vorbei. Und ich hätte erwartet, dass man sagt, Schluss. Was passiert? Wir empfangen, nehmen Sie Frankreich, den Chef von Google wie ein Staatspräsident. Das ist für mich die Entmündigung genau der Werte, für die ich gerne eintrete. Stichwort kommerzielle Unternehmen, Stichwort Google. Herr Jogeshwar, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie nicht einverstanden sind, dass Google die Bücher scannen darf. Jetzt ist letzte Woche ein interessantes Urteil in den USA ergangen. Ja, sagen die Richter, Google Books darf Bücher einscannen, auch solche, die dem Copyright unterliegen, darf sie in Teilen zumindest im Internet veröffentlichen. Und die Begründung lautet, Google Books sei von bedeutendem öffentlichen Nutzen und diene dem Fortschritt von Kunst und Wissenschaft. Da fangen die Ersten an zu schreien. Herr Naumann, was sagen Sie dazu? Da sage ich gleich. Ein Satz, oh, Herr Richter, der Hinweis darauf, dass die Lektüre von, wie Sie sagen, ledereingebundenen Goethe-Ausgabe elitär sei, Schweinsleder, es handelt sich in den meisten Fällen um Marocain, das heißt Ziegenleder. Zweitens kann ich Ihnen sagen, als ehemaliger Taschenbuchverleger, ich glaube, wir waren sogar der größte hier in Europa, die Einführung des Taschenbuches diente seinerzeit einer enormen Nachholbedarf nach 1000 Jahren Zwangslektüre von gewissen Büchern und war insofern ein kultureller Fortschritt. Natürlich gab es damals Diskussionen, kann man Goethe im Taschenbuch lesen? Ja, Goethe, ja, ganz kurz, das ist Punkt 1. Also in anderen Worten, ich persönlich bekenne mich zu dem Genuss eines Marokkan eingebundenen Goethe-Buches aus dem Klassikerverlag des Surkamphauses. Erstens, zweitens, ja, das sind persönliche Folien, mache ich gerne. Und wenn ich deswegen als sozialdemokratischer Außenseiter bezeichnet werden könnte, ertrage ich das auch noch. Aber Sie sagen 99,9%, und das kommt dann auch auf das Urteil, der Bücher, die gescannt werden, sind urheberrechtsfrei und dienen insofern, dient das ganze Prozedere doch der Verbreitung von Lektüre, Wissenschaft und so weiter und so weiter. Was Sie nicht erwähnt haben, ist Folgendes. Dieses Projekt von Google unterstützt zum Beispiel in der Deutschen Nationalbibliothek, hat einen kleinen Haken. Diese Bücher, wie übrigens die Bilder in den Museen, werden von Ihnen, von mir, vom Steuerzahler bezahlt. Die Kataloge werden von hochqualifizierten Nachfahren des Erfinders des Katalogsystems in den deutschen und in den globalen Bibliotheken geführt, verbessert, auf alle Fälle à jour gehalten. Das wird jetzt alles natürlich im Grunde genommen auch mit weggegoogelt und im Hintergrund steht die Firma, die das Ganze bezahlt, selbstverständlich global kulturpolitisch verantwortungsvoll, Google. Ich bin schon erstaunt, dass das seinerzeit überhaupt erlaubt worden ist. Also in wenigen Worten, so ganz toll ist das nicht. Wir zahlen fleißig mit und werden dann auch als zukünftige Kunden profiliert und eingedeckt. Kurz und gut, das Urteil in Amerika halte ich für falsch und es ist auch sicherlich nicht das letzte Wort. Es wird weitergehen, dieser Streit, was die Buchpreisbindung betrifft in Luxemburg und anderswo. Es gab schon mal eine große Koalition in der Bundesrepublik und das war nämlich der Kulturausschuss während der rot-grünen Regierung. Wir haben seinerzeit eine kleine Veränderung gemeinsam, CDU, SPD, sogar die Linken waren dabei, na die ganz besonders, ein Passus im Wettbewerbsgesetz verändert, nämlich, dass die Buchpreisbindung auch für E-Books gilt. Punkt. Nur dann nicht, wenn Sie mit irgendwelchen Gimmicks, wie zum Beispiel Film oder Ähnlichem ergänzt werden, die man dann gewissermaßen gleichzeitig mitkauft. Sie können sich vorstellen, dass auch die Buchpreisbindung für Bücher, die über Amazon weiterverkauft werden,
Auch dieses haben wir mit einem einzigen Satz verändert im Warenwettbewerbsgesetz, dass auch dort die Buchpreisbindung gilt. In anderen Worten, um es kurz zu machen, Amazon hat mit dem Buchgeschäft in Deutschland nur Verluste gemacht. Aber ihre Adressen hat diese Firma eingesammelt. Und heute können Sie eben bei Amazon auch ein Motorrad kaufen. Und das ist der eigentliche Geschäftssinn gewesen, über Kultur in die Taschen der Kunden. Es lässt sich nicht leugnen, dass Googles Vorstoß überhaupt... Ich bin aber dem Michael Naumann sehr dankbar für diese Klarstellung. Und es ist tatsächlich so, dass wir bei E-Books jetzt auch den niedrigeren Mehrwertsteuersatz ansetzen, tatsächlich um diese Wettbewerbsverzerrung rauszunehmen. Wir haben aber zweitens, ich sehe hier auch Mitglieder der deutschen UNESCO-Kommission, uns dafür eingesetzt, und es steht jetzt auch im Koalitionsvertrag, dass diese Exzeption kulturell zum Beispiel bei dem Freihandelsabkommen mit Amerika bei uns verbindlich reinkommt. Und drittens kann ich nur jedem empfehlen, nicht bei Amazon Bücher zu kaufen. Das wäre doch der einzige realistische Antwort auf dieses Verhalten. Ich habe noch nie ein Buch bei Amazon gekauft und ich werde es auch nie tun. Und ich tue es übrigens auch nicht in Kaufhäusern, sondern ich gehe in Buchhandlungen. Wenn das jeder von uns täte, hätten wir das Problem nicht. Nur Sie können ja die Nutzer nicht zwingen, ihr Verhalten kulturell affin zu gestalten, ja, und ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme ist. Was wir politisch steuern können, haben wir, soweit es geht, getan. Sie sprechen über diese mögliche Klage, das wird natürlich sehr nüchtern von den Juristen ausgerechnet, ob das Erfolg haben könnte, aber die Tricksereien sind evident, nur kaufen Sie halt nicht bei Amazon Bücher. Lassen Sie uns nochmal von Amazon zu dem Zugang zum kulturellen Erbe zu Google Books gehen. Es lässt sich ja nicht leugnen, dass durch diesen Vorstoß überhaupt die Diskussion zumindest beschleunigt wurde und dringlicher gemacht wurde. Ist es denkbar oder andersrum gefragt, sind Sie vielleicht auch dankbar, dass da ein privates, ein kommerzielles Unternehmen einfach mal Fakten geschaffen hat und Grenzen eingerissen hat? Herr Richter, wie sehen Sie das? Also ich würde mal sagen, ich fände die Debatte fände ich besonders spannend, sowohl bei Amazon als auch bei Google, wenn es Dussmann wäre, über das wir reden und nicht ein amerikanischer Konzern. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir würden die Diskussion anders führen, wenn deutsche Unternehmen innovativer gewesen wären in ihrem Verhalten und es dann plötzlich auch für deutsche Politiker um deutsche Steuermittel geht und deutsche Steuerzahler, anstatt dass wir über amerikanische Konzerne reden. Aber wir reden nun mal über amerikanische Konzerne oder über, schlimmer ja noch, globale Konzerne, die mal irgendwann in den USA gegründet wurden. Ich finde, die Frage nach, ob Google das tun darf oder nicht darf, ist tatsächlich eine Frage für den Gesetzgeber. Ich finde aber, und das hatte ich auch Herrn Naumann in meinem Statement ja ausdrücklich gesagt, dass wir uns als Gesellschaft fragen müssen, warum überlassen wir das überhaupt einem Konzern, etwas zu tun, was eigentlich meinem Verständnis nach eine genuin gesellschaftliche Aufgabe ist, nämlich den Zugang zu Kulturgut zu ermöglichen. Und es ist dann, Verzeihung, 30 Millionen, die da reingesteckt werden, erscheint mir lächerlich zu sein, wenn es um die, es müssten 300 Millionen, es müssten 3 Milliarden sein. Ja, das ist die, genau, Sie hätten, aber also das kann natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber es ist ein guter Tropfen. Also jetzt zu sagen, Google kann das schneller oder besser oder billiger, das hielt ich für falsch, sondern ich glaube tatsächlich, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist und das ist das mindestens Einzige, was Herr Naumann und mich verbindet. Da bin ich nämlich auch Sozialdemokrat genug, um zu sagen, dass Steuern hier der richtige Moment sind, damit umzugehen. Wir geben nicht nur 30 Millionen für Digitalisierung, sondern nur für die deutsche digitale Bibliothek und die Europäer. Also nicht, dass hier falsche Zahlen durch die Gegend schwirren. Ja. An dieser Stelle möchte ich alleine wegen der fortgeschrittenen Zeit schon auch für das Publikum die Fragerunde öffnen. Ganz hinten habe ich eben schon die erste Frage gesehen von Jens Best. Das Mikrofon ist schon da. Sagen Sie bitte vorher noch Ihren Namen an und den Hintergrund, mit dem Sie fragen. Klarnamenzwang. Soll ich? Mein Name ist Jens Best. Ich werde mal versuchen, das Niveau von 2006 auf 2013 zu bringen. Ja, es gibt digitale Krämerseelen. Und wir haben diesen digitalen Krämerseelen irgendwann zwischen dem Ende der New Economy und 2006, nehme ich jetzt mal so, wo der Direktor der französischen Nationalbibliothek dann versucht hat, eine digitale Antwort zu geben auf die kalifornische Ideologie,
analoge Antworten auf digitale Krämerseelen-Erfolge zu geben, ist zwar schön und klingt immer ganz toll, insbesondere wenn man dann noch wissen, was über Leder lernt, aber es hilft uns nichts. Es gibt zum Beispiel vom Börsenverein Libreka. Wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, warum diese wunderbare Plattform des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die ja den Einzelhändler mit einspringen will, gescheitert ist im Vergleich zu Amazon. Das wäre mal ein sinnvolles Gespräch. Wir könnten uns darüber unterhalten, wie die Verbindung von Lernen, offline und online, mit digitalen Methoden, mit digitalen verbessert werden kann. Was Herr Jogisch war überraschend und auch Herr Naumann gemacht haben, ist, sie verwechseln das System mit dem Werkzeug. Das Werkzeug Internet kann emanzipatorisch und aufklärerisch eingesetzt werden, es kann neoliberal und US-kapitalistisch eingesetzt werden. Wenn Sie auf das Werkzeug eintreten, weil Sie sich nicht trauen zu sagen, dass Sie auf diesen Kapitalismus, auf diese kalifornische Ideologie keine Lust mehr haben, dann machen Sie einen großen Fehler. Sie definieren Ihre Werte nämlich nur noch aus dem Negativen heraus und nicht aus dem Positiven. Wo ist, und das, wo Herr Jogisch war, Herr Naumann, wo ist für Sie, ich vermute mal, dass das trotz Ziegenleder möglich ist, für Sie ein digitales europäisches, ein digital ergänztes europäisches Narrativ, was das Werkzeug Internet so einsetzt, dass es emanzipatorisch und aufklärerisch, unterhaltend und auch wirtschaftlich verwendet werden kann? Das sind die Antworten, nach denen wir gesucht werden, wovon ja auch einige gute Antworten schon hier im Raum sitzen und gestern da waren. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht dauernd die Diskussion auf 2006 zurückziehen, sondern uns unterhalten, wie die europäische digitale Antwort aussieht. Und alles andere macht keinen Sinn. Insofern hätte ich jetzt gerne ein sinnvolles Statement dafür. Herr Naumann, bitte. Das finde ich fabelhaft. Erstens, Herr Best, gestehe ich Ihnen eine gewisse Humorlosigkeit zu. Es tut mir leid, dass ich Ziegenleder erwähnt habe. Zweitens, die Frage, Ihre Frage, warum Libreka nicht funktioniert hat, stellen Sie doch die an die Designer dieser Website und an den Börsenverein, der seinerzeit, als er sein Signet eingeführt hat, ein aufgeschlagenes Buch, immerhin 500.000 Mark für das Signet auf den Tisch gelegt hat. In anderen Worten, warum Libreka scheitert, diese Frage werde ich Ihnen nicht beantworten können, da müssen Sie den Börsenverein fragen, kennen ihn vielleicht. Drittens, erwarten Sie doch nicht von einer Podiumsdiskussion, in der eine Person, in diesem Falle ich, und ganz einfach mir die Freiheit nehme, meine altersbezogene Kulturpessimismus gegenüber dem Werkzeug und der dazugehörigen Strategie, nämlich einer kommerziellen, zu thematisieren. Drittens und zuletzt, Sie wünschen sich hier in einer Panel-Diskussion einen Strategieentwurf, apropos einer, ich sagte es am Anfang meines Vortrags, tektonischen Veränderung der gesamten globalen Kulturlandschaft, auch in Deutschland. Was, Entschuldigung, schlagen Sie denn vor, was der Staat machen soll? Um es kurz zu machen, eine Kritik. Kann ich Ihnen sagen? Dann kann Sie gleich darauf antworten. Eine Kritik der kapitalistischen Verwertungszusammenhänge des kommerziellen Internets aus Kalifornien stammt, ist so banal und so überflüssig. Das wissen wir alle schon. Wir müssen uns fragen, gibt es daneben noch einen anderen Weg? Und die Aufforderung, eine Strategie an die Politik zu entwickeln, damit umzugehen, sieht unter anderem davon ab, dass dieses Werkzeug entwickelt worden ist in einer, nennen wir es einmal höflich, marktwirtschaftlichen, neoliberalen Gesellschaft, die, und dieses ganz nebenbei, ganz offenkundig auch aufgrund dieses Zusammenhangs so kreativ ist. Darüber nachzudenken, ist nicht nur eine Aufgabe für die Linken. Herr Jogischwa, gibt es eine Also wenn ich einfach nur ganz kurz darauf antworten darf, mit einem Beispiel. Wenn Sie das doof finden, dass wenn Sie Karten benutzen online und Ihre Daten getrackt werden, dann sollte die Politik vielleicht sich mal OpenStreetMap anschauen, was immerhin von 50.000 Bürgern allein in dieser Republik von Bürgern für Bürgern hergestellt wird. Eine Karte, die teilweise sogar besser ist als die Karten von Google und Yahoo und wie sie alle heißen. 50.000 Menschen, die unter einer freien Lizenz, datenschutzkonform,
eine Karte online erstellen, die aber, ich sag mal, von der Benutzbarkeit nicht so ganz sexy ist, wie diejenigen, die da ein bisschen Geld reinstecken können, also Google Maps zum Beispiel, dann wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache, 50.000 Euro am Freitag ausrufen, Frau Aigner hätte das zum Beispiel mal machen können in ihrer Zeit, und ich garantiere, allein in diesem Raum sitzen mindestens 3-4 Leute, die Ihnen übers Wochenende für 50.000 Euro einen ersten Entwurf einer Benutzeroberfläche für OpenStreetMap basteln, die einfach dann auch für meine Mutter anwendbar ist. Und genau diesen Punkt, dass wenn Sie Fragen stellen, wie es anders geht, ich weiß natürlich die Antworten, ich dachte nur, wenn ich Antworten gebe. Genau, deswegen, dann würde ich auch gerne noch eine Antwort vom Podium also es hören. Gibt Antworten, was sagt denn Herr aber darüber sollten dazu? Wir reden. Und nicht immer dieses 2006 gelaufen. Also ich liebe diese Formulierung 2006. Das klingt so, als wäre das an old piece of cake. Ich glaube, was wir uns wirklich klar machen müssen, ist, diese Entwicklung ist auch heute, 2013, nicht abgeschlossen. Okay? Das ist eine immense Dynamik, die da ist. Wenn ich einfach mal darauf eingehen möchte, 2006 hat Amazon noch nicht davon gesprochen, dass Autoren ganz direkt Amazon als Verlag betrachten können. Okay? Das war 2006 noch nicht der Fall. Das ist aber rezent. Und es ist interessant, weil sozusagen aus der Verwertungskette, aus der Perspektive des Autors, ist es sogar lukrativer, wenn ich ein Buch mache mit Amazon, ist es lukrativer als über meinen Verlag, weil der zahlt mir vielleicht nur 10%, Amazon zahlt mir 60-70%. Wir haben also eine Qualität, die sich ändert in ganz vielen verschiedenen Bereichen. 2006 haben wir noch nicht in dem Maße über Geodatensicherung gesprochen, wie das heute der Fall ist. Okay? 2006 waren noch nicht alle Smartphones mit GPS-Trackern ausgestattet. Heute reden wir davon, dass wir eine neue Qualität der Transparenz haben, die weit über das hinausgeht, was wir 2006 gesehen haben. Und ich glaube, Sie machen einen, wie ich finde, fundamentalen Fehler. Wir reden hier nicht nur von einem Werkzeug. Ich glaube, wer Digitalisierung versteht, merkt, dieses Werkzeug ist ansteckend und verändert uns. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu verstehen, was wird in unserem Selbstbewusstsein anders. Da gibt es einige, die sagen, die reale Welt und die digitale Welt, da findet ein, wie man mathematisch sagt, Isomorphismus statt, eine 1:1 Projektion da rein und gut ist. Und dann bin ich sehr dankbar, wenn Leute wie Herr Naumann da stehen und möglicherweise auch jene Register bei mir ins Schwingen bringen, die, ich bin kein Kulturpessimist, aber wissen Sie, ich habe auch eine Goethe-Ausgabe. Sie ist sogar in Gotha gedruckt. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine vielleicht andere Qualität. Da steht nichts anderes drin als ja, in dem Kindle. Aber ich glaube, die Debatte, genau darüber mal nachzudenken und zu sagen, gibt es vielleicht Unterschiede in der Perzeption? Das ist ein bisschen zwischen den Zeilen. Wenn wir das nicht machen, landen wir nicht bei 2006, sondern bei 1966. Da gab es nämlich mal eine große Hoffnung, dass man in der chemischen Industrie jedes Aroma wunderbar reproduzieren kann. Erinnern Sie sich noch an die Zeit der gelben, rosafarbenen Glibberpuddings? Und jeder Chemiker sagte Ihnen, da ist genauso Vanillin drin wie hier oder da ist ja, der Benzolfarbstoff und der Geschmacksstoff drin. Und es ist interessant, chemisch gesehen von der Stöchiometrie hatten die Leute recht. Aber es ist ganz seltsam, dass 2013 Menschen sagen, ich möchte keinen synthetischen Aromastoff, obwohl der ja chemisch gesehen identisch ist, sondern ich möchte mal wieder die Geschichte dieses Weines, dieses Terroirs, er muss mir die Geschichte erzählen, ich will regionales Gemüse. Völliger Anachronismus. Hallo, 2013. Und vielleicht ist, ich will es nochmal unterstreichen, das Statement, dass ein Wert einer nicht in Schweinsleder, sondern in einem anderen Leder gebundenen Goethe-Ausgabe im Jahr 2013 vielleicht mehr ist als das, was auf einem Wischbildschirm ist. Etwas, was nichts mit Kulturpessimismus, sondern mit dem Begreifen zu tun hat, dass wir Menschen vielleicht noch ein paar Register, ein paar Zwischenzeilen haben, die sich nicht digitalisieren lassen. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir das ein bisschen stärker unterstreichen, es wahrnehmen und es nicht direkt zerschlagen, wenn einer mal sagt,
Ich liebe mein Buch. Ich möchte auch noch mal etwas unterstreichen. Den Titel der Veranstaltung Zugang gestalten zum kulturellen Erbe. Wir haben noch sehr viele Fragen aus dem Publikum. Börjes von Notz war, glaube ich, der Erste. Überall sind Sie. Also bitte, ich will es auch wirklich kurz machen, aber eins muss ich doch sagen, ich habe 3 Goethe-Ausgaben, ein paar Erstausgaben, eine Frankfurter-Ausgaben und ein paar Ausgaben als E-Book, und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als einen Koalitionsvertrag und ein staatliches Vorgehen, was mir eine bestimmte Medienrezeption vorschreibt und dort eine digitale Strategie entwickelt. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, und deswegen freue mich die Nachrichten aus dem Koalitionsvertrag, dass die Digitalisierungsprojekte in ein gewisses Zentrum rücken und ein Augenmerk finden und auch eine finanzielle Ausstattung. Denn als Vertreter eines Museums, wir nehmen diese Digitalisierungsaufgaben sehr ernst und wir nehmen sie auch an. Sie bedeuten nicht nur ein Weggeben, sondern auch ein Gewinn für uns, weil wir dadurch etwas zurückbekommen. Das ist für die Gedächtnisorganisation sehr gut, und ich kenne, und Sie kennen sie alle auch, Yad Vashem hat genau dieses Vorgehen zur Staatsraison erklärt. Die Informationen, die dort museal und in den Archiven vorhanden sind, der gesamten Welt unmittelbar zugänglich zu machen und nicht danach zu unterscheiden, ob damit ein kommerzieller Nutzen verfolgt werden kann, ob eventuell jemand das ausnutzt. Wir hatten gestern hier das Beispiel der Jugendlichen, die eine App zu den Stolpersteinen entwickelt haben. Vielleicht verkaufen die diese App einmal für 1,89 im iTunes Store. Und ich habe Ihnen empfohlen, die Daten von Yad Vashem, Open Data, mit hinzuzuziehen in diese App. Und das sind die Chancen, die wir haben. Und die Kultureinrichtungen nehmen sie vollkommen an. Ihnen fehlt ein wenig die Manpower, um das wirklich nicht in 30 Jahren, sondern vielleicht in 10 Jahren zu bewältigen. Dann geben wir das Mikrofon gleich weiter. Hier vorne war noch eine Meldung in dem blauen Schlips. Preisler aus dem Haus der Geschichte. Ich würde gerne 2 Anmerkungen machen. Eine Richtigstellung vielleicht auch. Herr Richter, Sie haben gesprochen, 99,9% sei nicht vom Urheberrecht berührt. Das mag für das Bibliotheksgut gelten. Ich glaube, Herr Naumann hat es auch gesagt. Das gilt gerade für die musealen Bestände nicht. Diese Zahl darf sich nicht festsetzen. Wir müssen sagen, für das Museumsgut ist es anders. Die Fotos zum Beispiel, nicht? Ich behaupte, alle Fotos, oder ich will es keine Prozentzahl nennen, sind davon berührt. Wir sitzen hier auf designten Stühlen. Also die Gegenständlichkeit gerade des 20. und 21. Jahrhunderts ist natürlich auch immer von den Schutzrechten berührt. Deswegen muss ich doch nochmal auf das Urheberrecht kommen. Bitte also diese Zahl relativiert betrachten. Wir müssen an das Urheberrecht daran aus Sicht der Gedächtnisorganisation. Und da, Frau Grüders, würde ich gerne zu Ihnen überleiten und eine Frage damit verbinden. Sie haben, und das setzt sich in allen Diskussionen fest, von der Trias gesprochen, aus dem Urheberrecht kommt, Urheber, Verwertungsgesellschaften, Nutzer. In dieser Trias kommt Gedächtnisorganisation nicht vor. Sollten wir aus dieser Skatrunde nicht eine 4-köpfige Doppelkopfrunde machen, wo wir auch die Gedächtnisorganisation eben eine Rolle bekommen? Wir sind nämlich nicht Gegenspieler von denen. Wir sind gar keine Gegenspieler von Urhebern. Wir werden ja häufig so dargestellt, ihr nutzt das ja alles, was der Urheber gemacht hat. Nein, bei einer früheren Veranstaltung von Paul Klimpel hat nun mal Künstler auf dem Sofa. Und die haben klar gesagt, wir wollen in Museen kommen, wir wollen in Gedächtnisorganisationen kommen, wir wissen, was Gedächtnisorganisationen für uns bedeuten. Deswegen wäre es vielleicht auch wirklich überlebenswert, den Gedächtnisorganisationen im Urheberrecht eine größere Rolle zukommen zu lassen, als wie es heute ist. Ich glaube, die Bibliotheken kommen im 52er irgendwo vor. Ansonsten sind wir ja nicht mal namentlich erwähnt. Ich denke eben vor allem daran, eine Art Katalogrecht. Also wir haben darüber lange diskutiert. Das Phänomen ist uns selbstverständlich bekannt. Wir haben das lange diskutiert in der Verhandlung des Koalitionsvertrages. Und wir haben natürlich hier die 4 Jahre liegen gebliebene Urheberrechtsnovelle Dritter Korb jetzt ganz prioritär reingeschrieben. Und wir haben deshalb auf Einzelpunkte verzichtet, weil die natürlich im Wege der
Befassung dann passieren müssen. Wir haben an anderer Stelle, nämlich bei uns im Kulturtext und nicht da, wo es in der Rechtssystematik beim Urheberrecht steht, allerdings auf die besondere Rolle der Gedächtnisorganisation explizit hingewiesen und haben sie sogar katalogisiert aufgeschrieben, und wir haben sogar über das Katalogrecht sogar einen eigenen Passus drin. Also Sie sprechen etwas an, wo Sie bei mir und uns sowieso offene Türen einrennen. Aber es ist ganz wichtig, nochmal zu diesen 99% und auch nicht nur Schriftgut, sondern Sie wissen auch, die Rechte sind abgelaufen im 19. Jahrhundert rückwirkend, aber alles, was 20. und 21. Jahrhundert ist, eben nicht. Und da stehen wir natürlich auch auf der Seite der Urheber, die von ihren geistigen Leistungen leben müssen, und zwar nicht nur einmal, sondern auch fortlaufend. Und natürlich sind genau diese Güter besonders nachgefragt. Insofern ist das ein virulentes Problem und nicht eins, was man mit 99,9% Hinweisen abhaken könnte. Ich möchte da kurz drauf eingehen. Die 99,9% beziehen sich tatsächlich auf eine vermutete Gesamtmenge des gesamten Kulturgutes. Wenn es um 20. und 21. Jahrhundert geht, stimme ich Ihnen natürlich zu. Der entscheidende Punkt aber hier, und das ist genau der Punkt, wo wir, glaube ich, einen Dissens haben, der entscheidende Punkt hier ist, wenn eine von öffentlichen Mitteln geförderte Kulturinstitution ein zweidimensionales Abbild, auch Foto genannt, eines urheberrechtlich nicht mehr geschützten gemeinfreien Werkes macht, so darf es dadurch kein neues Urheberrecht entstehen, sondern dieses entstehende Werk muss ebenfalls gemeinfrei sein. Das heißt, die Digitalisierung, das Abbildschaffen von gemeinfreien Werken, und natürlich ist alles, was aus dem 19. Jahrhundert und früher kommt, natürlich gemeinfrei, das wissen wir alle, und das macht natürlich den allergrößten Teil der Archivbestände, der musealen Bestände etc. aus. Über wie viel Prozent reden wir dann? Also wenn wir von den 99,9% runter wollen. Nicht mal die Hälfte und abnehmende Tendenz, ist wirklich so. Und das Interesse an den Leistungen 20. Jahrhundert und der Beispiel mit dem Designstuhl und dem Foto ist ja evident, ist tatsächlich so. Mir ging es auch nicht um das Interesse. Also mir ging es aber darum, der Forderung, die ja durchaus erhoben wird, dass ein neues Urheberrecht an einem zweidimensionalen Werk entstehen kann, das zu verhindern, denn das würde tatsächlich dazu führen, dass früheres Kulturgut nicht mehr weiter nutzbar ist, nur weil es heute nochmal abgebildet oder digitalisiert wird. Das war der Punkt, auf den ich in diesem Zusammenhang hinaus wollte. Eine weitere Frage. Mein Name ist Matthias Schindler. Ich arbeite bei Wikimedia Deutschland, und bevor ich bei Wikimedia gearbeitet habe, habe ich in der Deutschen Nationalbibliothek gearbeitet, in einer Zeit, in der wir gerade umbenannt wurden von der Deutschen Bibliothek zur Nationalbibliothek. Es gab ein neues Gesetz, wir haben nicht nur unseren Namen, sondern auch unseren Sammelauftrag geändert, und seit 2006 gehört auch die Sammlung des nichtkörperlichen der nichtkörperlichen Erzeugnisse zum Sammelauftrag der DNB. Seit 2008 haben wir eine Pflichtexemplarverordnung, die sich auch erstreckt auf die nichtkörperlichen Werke. Und das Bizarre an der ganzen Geschichte ist, sie wird nicht angewandt. Es wäre für den deutschen Staat möglich, auf der Grundlage der existierenden Verordnung über Pflichtexemplare an die Einrichtungen zu gehen, an private, an öffentliche Einrichtungen, die digitalisieren, auch an Google, und zu sagen, schönen guten Tag, wir finden das schön, was ihr macht, wir finden das gut, was ihr macht, und gerne bis morgen hätten wir eine Kopie dieser Digitalisate. Das findet nicht statt. Ich habe gefragt an die Mitglieder des Kulturausschusses, an die DNB, an meine alten Kollegen, warum findet das nicht statt? Und es hat offenbar zwei Gründe. Das eine ist, es gibt ein Geldproblem. Die DNB weiß im Moment noch nicht, wo sie die Digitalisate ablagern sollte. Und zweitens, es gibt offenbar diese Vorstellung einer Form von Freiwilligkeit in der Kooperation unter Bibliotheken untereinander, die dann irgendwie ausstrahlt in den privaten Bereich, dass man irgendwie glaubt, hier nicht geltendes Recht anwenden zu müssen. Daher meine Frage an Sie, sagen, fallen Ihnen andere Gründe ein, warum nicht endlich mal angefangen wird, neben dem Schaffen neuer Gesetze, neben der Änderung anderer Gesetze, auch mal einfach mal das existierende Recht anzuwenden, und wenn eine Firma Kulturgut digitalisiert, zu sagen, danke, wir wenden dieses Recht an, wir hätten gerne eine Kopie davon. Das müsste auch mal möglich sein. Ganz genau. Frau Grütters, das bezieht sich direkt auf Sie. Ich bin keine Praktikerin, ich kann das nicht beantworten. Also das ist natürlich ein Finanzproblem und ist ein Kapazitätsproblem, nehme ich an, aber das, was man Ihnen geantwortet hat, kann ich als Politikerin auch nicht besser wissen als die Praktiker.
Also es tut mir leid, darauf habe ich natürlich keine fertige Antwort. Gut, man könnte jetzt sagen, und jetzt verpflichten wir euch dazu. Ich glaube, das wollten Sie hören, aber dann muss man, das ist, denke ich mal, ein Finanzproblem, oder? Also tut mir leid. Es gibt dieselbe Debatte übrigens auch bei E-Books ja. und Bibliotheken, die in ähnlich lausiger Form nicht konsequent durchgeführt wird. Also ich möchte meine Frage konkretisieren für Sie. Stimmen Sie mir zu, dass die Anwendung geltenden Rechts etwas sein sollte, dass es zu unterstützen gilt? Und stimmen Sie mir zu, dass wenn man der Nationalbibliothek den Auftrag gibt, auch die nicht körperlichen Werke zu sammeln, sie dann auch konsequenterweise ausstatten sollte mit den Mitteln, diesem Auftrag nachzukommen? Also wir könnten jetzt statt der Mütterrente auch 3 Milliarden Euro für die Digitalisierung ausgeben, aber da bitte ich Sie um Verständnis, gibt es auch bei uns andere Prioritäten, dass man die natürlich mit den Mitteln ausstatten muss, ist klar. Und wir müssen natürlich dann auch zum Beispiel für die Künstlersozialkasse mehr Geld vom Bund geben, damit die Beiträge nicht erhöhen. Und jetzt könnte ich anfangen, Ihnen hier 400 Seiten aus dem Koalitionsvertrag vorzulesen. Ich kenne das Phänomen, was Sie beschrieben haben, nicht und bin ja auch nicht die Aufsichtsbehörde. Aber und die Frage im Kulturausschuss haben Sie ja gestellt und die Antwort auch wiedergegeben. Dem kann ich von dieser Stelle aus jetzt hier aus dem Stegreif nichts hinzufügen. Aber es ist de facto so und es ist nicht nur, wie gesagt, bei den Bildern so, es ist bei der Debatte der E-Books so. Und wenn ein Staat sagt, okay, wir haben dafür kein Geld, sage ich, das ist eine falsche Priorität. Kultur hat mit der Setzung von Prioritäten zu tun. Und wissen Sie, dann können Sie vielleicht Ihren Kollegen Stoiber darum bitten, bei der Autobahnmaut vielleicht dann einen Anteil an Bibliotheken zu geben. Das ist vielleicht wichtiger. Wir haben leider nur noch wenige Minuten Zeit. Wir müssen pünktlich aufhören. Aber es gibt noch viele Fragen. Deswegen würde ich gerne ein bisschen sammeln. Die erste hinten. Robert Schaab von der Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. Wir verlieren durch die Digitalisierung eine Infrastruktur, eine öffentliche Infrastruktur, indem beispielsweise Verlage nicht gezwungen werden, tatsächlich öffentlichen Büchereien ihre Angebote zugänglich lizenzierbar machen zu müssen. Die Holzbrinck-Gruppe lizenziert nicht an öffentliche Büchereien. Diese Inhalte sind damit dort nicht mehr vorhanden, nicht mehr zugänglich. Das ist ein Problem. Es hilft kein Pflichtexemplarrecht, wo dann tatsächlich die digitalen Inhalte lediglich in Frankfurt in der Deutschen Nationalbibliothek und in Leipzig in der Deutschen Nationalbibliothek in den Orten zugänglich sind. Den wenigsten Leuten ist es möglich, wegen jeder Frage nach Frankfurt zu fahren. Wir müssen da umdenken, wir müssen schauen, dass wir tatsächlich diese Infrastruktur, die eine öffentliche Infrastruktur war, auch weiterhin als öffentliche Infrastruktur erhalten und einen vernünftigen Ausgleich tatsächlich für die Urheber dabei erreichen. Ja, also all das, was Naumann gesagt hat und Jogisch war, unterstützen, das Stichwort fundamentale Änderungen durch Digitalisierung, Grau mein Name, früher Humboldt-Universität, jetzt Donau-Universität, würde ich dafür plädieren, dass die Gesellschaft auch in die Lage versetzt werden sollte, auch über die großen Fragen unserer Zeit, also Stichwort Globalisierung, Klimaveränderung, Bio, Medien, Bildrevolution, Virtualisierung der Finanzmärkte, auch über Medienkunst in Museen reflektieren zu dürfen. Derzeit ist es ja nicht so. Sie wissen, wir verlieren die letzten 50 Jahre digitale Kunst vollständig. Es bleibt nichts übrig, eine Tabula rasa, also nicht mal die 1-6%, die nach Schätzungen üblicherweise von Kulturgütern aus vergangenen Zeiten auf uns gekommen sind. Also es bleibt nichts übrig. Insofern die Frage, wollen Sie die Museen künftig in die Lage versetzen, diesem öffentlichen Auftrag nachkommen zu können, also Stichwort eine konzertierte Strategie für diese komplexe Aufgabe und wenn ja, wie würden Sie das angehen? Darf ich noch eine Frage mehr, gleich das Mikrofon 2 rein. Ja, vielen Dank, mein Name ist Konstantin von Notz, ich war in der 17. Wahlperiode bei den Grünen für Innenpolitik und Netzpolitik zuständig und was ich die nächsten 4 Jahre machen darf, wird sich wahrscheinlich kurz vor Weihnachten rausstellen. Ich wollte 2 Anmerkungen machen. Die erste, eine Begrifflichkeit, die Herr Professor Naumann wahrscheinlich direkt hinter die Medienkompetenz und Open Data einsortieren wird.
Wir reden von der digitalen Revolution und es ist eine Revolution. Sie wird unsere Gesellschaft stärker verändern, als das der Buchdruck getan hat. Und wir sind am Anfang dieser Entwicklung. Und was mir an Ihren Ausführungen gut gefallen hat, Herr Naumann, ist, dass Sie das kritisch hinterfragen, denn wie bei allen Revolutionen kann es in die Freiheit oder zur Guillotine führen, das ist so. Und die Frage ist, ob wir es eben politisch gestalten können. Und da muss man sagen, versagt die Politik seit Jahren und Jahrzehnten im Grunde, seit sehr viel länger als 2006, weil sie eben nicht gestaltet. Sie irrt irgendwie blind umher und versucht mal da ein bisschen dran rumzupötern und dann da, aber nichts Entscheidendes geschieht. Woran liegt das? Und das ist meine zweite These. Ich widerspreche ausdrücklich dem wohlklingenden Satz, dass Kultur nichts mit Kommerz zu tun hat. Also alles, was mit Kultur zu tun hat, überall hat mit Kommerz, Geld und Kohle verdienen zu tun. Deswegen ist das Urheberrecht, um das es hier ja eigentlich geht, auch so ein heißes Eisen, weil es um Kohle geht und weil es um eisenharte Interessen geht. Und natürlich sind Amazon und Google milliardenschwere Unternehmen, aber die Verlage sind es eben auch. Die Content-Industrie ist die größte Industrie auf der Welt, die Hunderte von Milliarden von Euro umsetzt. Also es geht die ganze Zeit um Geld. Und weil sich die Politik scheut, in diesen Konflikt reinzugehen und Entscheidungen zu treffen, eiern wir immer noch mit dem dritten Urheberrechtskorb rum. Das Ding soll seit Legislaturperioden kommen. Und Frau Grütters, wir werden sehr genau verfolgen, wie ernst es mit der hohen Prioritätensetzung da jetzt schnell zu was zu kommen. Das wurde seit Jahren, wird das gesagt, und die Fronten sind so verhärtet, dass nichts passiert. Und die entscheidende Frage ist eben, gelingt es der Politik, diesen Knoten zu durchschlagen und zu gestalten, oder führt man sozusagen einen Abwehrkampf? Und den wird man auf jeden Fall nicht gewinnen. Vielen Dank. Dann möchte ich gerne als allerletzte Frage die aus dem Publikum weitergeben an Frau Grütters. Wie wollen Sie gestalten, wie wollen Sie Museen in die Lage versetzen, Ihrem Auftrag auch künftig noch nachzukommen? Zum Ersten kommen die Museen ihrem Auftrag ja sehr gründlich nach. Also hier den Abgesang auf die Museen anzustimmen, halte ich auch für falsch. Dass wir die Zukunft auch digital gestalten wollen, ist offensichtlich, selbstverständlich müssen wir da Strategien entwickeln. Herr Jogeschwar hat, finde ich, das richtige Stichwort gebracht, nämlich um welches Menschenbild geht es uns. Und zwar eins, was den Einzelnen eben nicht verfügbar macht. Und ihn natürlich auch in die Lage versetzt, selbstbewusst seinen Standpunkt in einer digitalen Welt zu behaupten. Also nicht passiv einer Entwicklung sich stellen zu müssen, die ihn beängstigt oder die er nicht gestalten kann. Ich glaube, es ist nicht mangelnder Gestaltungswille, Herr von Notz oder andere, die das hier sagen, sondern es ist auch eine Überforderung einer Klientel oder vieler Menschen von uns, des Einzelnen, aber auch einiger in der politischen Klasse, sich hinzustellen und sagen, das ist jetzt eine Strategie. Denn natürlich ist das Tempo dieser Entwicklung etwas, was alle umfasst, auch die politischen Entscheidungsträger. Und da, wo wir konkret handeln können, beispielsweise was die Gedächtnisorganisationen jetzt als in der Kette vom Urheber bis zum Nutzer in ihre Rolle versetzt oder zum Beispiel Geld zur Verfügung zu stellen für die Digitalisierung kulturellen Erbes, versuchen wir ja das zu tun, was wir können. Und wir beide hatten hier gerade einen Dialog. Natürlich wäre es schön, wenn wir nicht 9,3 Milliarden Euro in Deutschland für die Kultur ausgäben, 1,7% aller öffentlichen Haushalte, sondern vielleicht das Doppelte. Da sind wir ja die Letzten, die das nicht wollten. Nur auch wir müssen uns die Fragen stellen, brauchen wir denn 3 Opernhäuser, wenn wir stattdessen den Telebus für die Behindertentransporte abschaffen? Und dieser klassische Konflikt wird in Deutschland bleiben. Natürlich ist das eine Prioritätensetzung. Und wir sind diejenigen, die natürlich immer für die Kultur eintreten und die regelmäßige Erhöhung des Kulturhaushaltes ja auch hinbekommen haben. Aber da braucht es dann natürlich gerade im Hinblick, nochmal letztes Stichwort, digitale Revolution, auch einen gemeinsamen Auftritt. Weil hier sitzt eine Community, die sehr genau Bescheid weiß. Das gilt aber nicht für alle und auch nicht für die Verteilungskämpfe vom Haushaltsausschuss im Parlament bis in andere Gremien. Dann nickt auch der Kollege Notz. Also ich glaube, das ist eine Strategie. Wir haben die Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft ja deshalb eingesetzt, weil natürlich das Bewusstsein dafür da ist, dass es ein allumfassendes Phänomen ist. Und Antworten und Strategien darauf zu finden,
ist eine dauerhafte Aufgabe, der wir Kulturleute uns natürlich nicht entziehen. Und jetzt möchte ich aber trotzdem auch als Letztes sagen, ich finde, wir dürfen auch nicht in die Falle tappen, den konventionellen Zugang und den bisherigen Umgang mit der Kultur, die in der Tat in allererster Linie auf die sinnliche Reflexion und Wahrnehmung angewiesen ist. Und das ist ein menschliches Grundbedürfnis, da sind wir nochmal wieder beim Menschenbild, zu desavouieren. Also da soll kein Widerstreit und kein alternatives Modell sein, sondern ich glaube, wir müssen diese Erfahrungstraditionen und die neuen Möglichkeiten miteinander in Einklang bringen. Vielen Dank für dieses Schlusswort, dass es leider sein muss, obwohl wahrscheinlich sowohl im Publikum als auch bei mir auf jeden Fall noch viele Fragen offen sind, aber Frau Grütters muss uns an dieser Stelle verlassen. Deswegen danke ich ganz herzlich den Gästen auf dem Podium, allen voran Frau Grütters, Michael Naumann, Pavel Richter und Ranga Yogeshwar. Vielen Dank.